Guten Morgen, liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Lehrpersonen und natürlich auch an alle interessierten Menschen, die eingeschaltet haben. Ich freue mich richtig, dass ihr wieder hier seid zur nächsten Public Climate School. Eine Schulstunde ist ja jetzt schon rum und das ist die zweite für diese Woche von einer ganzen Reihe spannender Unterrichtsstunden, die wir geplant haben. Und genau, heute geht es um ein sehr spannendes Thema, nämlich CO2-Senken. Ja, genau, das lasse ich eigentlich am besten Michael Fuhr erklären vom Geomar, der hier heute was dazu erzählt. Und an den übergebe ich das Wort jetzt auch einfach mal direkt weiter. Alles klar. Ja, vielen lieben Dank für diese Einleitung. Ja, ganz kurz, heute geht es um Kohlenstoff. Was ist das? Wo kommt es her und wo geht's hin? Mein Name ist Michael Fuhr, wurde bereits gesagt. Ich bin Doktorand am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. So sieht das aus, wenn man Doktorand ist. Und ich forsche in meiner Arbeit daran, wie man CO2 aus der Atmosphäre neutral im Meer speichern kann, und zwar über Verwitterung. So, jetzt geht es ja heute um Kohlenstoff. Fangen wir ganz kurz an. Was ist denn eigentlich Kohlenstoff? Dazu ein Bild. Hier seht ihr, das ist Steinkohle. Die besteht zum allergrößten Teil, fast 100%, aus Kohlenstoff. Deswegen heißt das Zeug auch Kohlenstoff. Kennt ihr übrigens auch aus Bleistiften zum Beispiel, denn auch die Mine eures Bleistiftes besteht nur aus Kohlenstoff. Jetzt müssen wir uns anschauen, was ist denn Kohlenstoff genau? Dafür tauchen wir ganz kurz ein in die verwirrende Welt der Chemie und schauen uns mal das Periodensystem der Elemente an. Das ist auf den ersten Blick jetzt etwas wirr, ist aber eigentlich ganz einfach. Was ihr hier seht, ist eine Liste aller Elemente, die es auf der Erde gibt. Das sind Eisen, Magnesium, was haben wir noch? Chlorid, Wasserstoff, alles Mögliche. Und wenn wir jetzt genau hingucken, dann sehen wir hier oben rechts das C. Drunter steht schon Kohlenstoff. Warum C? Kommt aus dem Lateinischen von Carbon, und Carbon heißt nun mal Kohle. So, das ist das eine. Das andere ist rechts daneben das O. Wieder ein bisschen verwirrend. O kommt von Oxygenium. Das kommt von Oxy, das ist griechisch und heißt sauer. Und Genium kommt von Gen, das heißt machen. Also das, was sauer macht, der Sauerstoff. Jetzt fragt man sich, warum kürzen wir das nicht im S ab? Ganz einfach, weil es schon dem Schwefel gehört. Und warum sind jetzt diese beiden Elemente für uns so wichtig? Ganz einfach, weil wenn ein Kohlenstoff in der Natur auf einen Sauerstoff trifft und die beiden auf noch einen Sauerstoff treffen, dann reagieren diese drei Atome und bilden ein Molekül. Und das besteht dann aus einmal Kohlenstoff in der Mitte und rechts und links hängt noch ein O dran. Das ist das, was passiert, wenn zum Beispiel ein Stück Holz verbrennt oder auch wenn wir ein- und ausatmen. Wir atmen Sauerstoff ein und CO2 wieder aus. Und in unserem Körper passiert dann diese Reaktion. Und ein Chemiker schreibt das dann entsprechend anders auf. Da heißt das dann C, Kohlenstoff, plus O2, 2 Sauerstoff, bilden ein CO2. Und CO2 ist nichts anderes als Kohlenstoffdioxid. Wenn also Menschen über CO2 oder Kohlenstoffdioxid reden, meinen die am Ende dasselbe. So. Und jetzt haben wir gelernt, Kohlenstoff ist ein Element. Warum ist das jetzt für uns so wichtig? Elemente, muss man wissen, können auf der Erde nicht gebildet werden. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich nehme einen Stoff, einen anderen Stoff, mische das zusammen und am Ende kommt ein Element bei raus. Das klappt nicht. Was bedeutet das jetzt? Das heißt, wenn wir uns die Erde angucken, da seht ihr hier rechts, da ist die Erde, hinten dran noch ein bisschen Milchstraße, unten ist auch beschrieben, was für ein Satellit das aufgenommen hat. Wenn wir das uns vorstellen, die Erde als Kugel im Weltall, und wir aber wissen, wir können Kohlenstoff auf der Erde nicht bilden, heißt das, dass die Menge an Kohlenstoff auf der Erde insgesamt immer gleich ist und auch konstant bleibt. Also die ändert sich nicht. Konstant heißt, ändert sich nicht. So. Aber, und das ist ganz wichtig, Kohlenstoff kann auf der Erde verschieden verteilt werden. Also zwischen verschiedenen sogenannten Reservoiren, das ist also nichts weiter als ein Begriff für einen Ort, wo Kohlenstoff ist. Da gibt es dann verschiedene in der Richtung, zum Beispiel das Wasser, also Ozean und Flüsse und Seen. Das bildet zusammen die Hydrosphäre, dann in der Luft, in der Atmosphäre,
in der Kruste, also im Gestein, steckt Kohlenstoff. Natürlich steckt Kohlenstoff auch in Pflanzen und Tieren. Und jetzt kommt die spannende Frage, wo steckt denn der ganze Kohlenstoff? Und da dürft ihr euch jetzt mal ganz kurz betätigen und einfach mal abschätzen, was glaubt ihr, wo am meisten Kohlenstoff auf der Erde zu finden ist? So, jetzt warten wir mal ab. Also ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten. Atmosphäre, Lebewesen und Pflanzen, das ist die Biosphäre. Ozean und natürlich Seen und Flüsse zusammen die Hydrosphäre. Und eben die Erdkruste und der Erdmantel. Wo steckt der ganze Kohlenstoff? Spannende Frage. Okay, die ersten Stimmen kommen rein. Okay, Ozean. Ja, Erdkruste, Erdmantel. Interessant. Atmosphäre aus. Ein spannendes Rennen. Gut. Im Übrigen, was ihr hier seht, das ist vielleicht ganz spannend, dass es auch so aufgebaut ist. Das ist ein Tortendiagramm. Das nennt man so, weil es aussieht wie eine Torte von oben, die in verschiedene Stücke geschnitten wurde. Und jedes Kuchenstück repräsentiert sozusagen einen Anteil von etwas. Das ist gleich noch wichtig. Dachte ich, ich erkläre das ganz kurz. Kommen noch Stimmen rein. Atmosphäre wird mehr. Die ersten Stimmen für die Biosphäre. Gut. Ich schätze, das dauert jetzt ein bisschen, weil alle Leute am Handy hängen und googeln, wo steckt der ganze Kohlenstoff? So. Ich weiß nicht genau, wie lange wir die Abstimmung laufen lassen wollen. Da kann mir vielleicht jemand ganz kurz ein... Okay, gut. Ich kriege gerade die Regieanweisung. Wir lassen das mal so stehen. Gut, schauen wir ganz kurz drauf. Also, Erdkruste und Mantel hat auf jeden Fall eine große Anhängerschaft. Atmosphäre, Biosphäre und Ozean, also Hydrosphäre, sind so ungefähr gleich eingeschätzt worden. Aber gut, jetzt schauen wir uns mal an, wie das denn tatsächlich aussieht. Und dafür gehe ich wieder auf meine Präsentation. Die ist hier. So. Und jetzt wollen wir mal schauen. Zack. Und jetzt kurze Verwirrung. Das sind jetzt zwei Tortendiagramme. Ich erkläre es ganz kurz. Auf der linken Seite seht ihr die Gesamtverteilung. 96,8% sind im oberen Mantel.
Diese Grafik ist übrigens auf Englisch. Das liegt daran, dass Wissenschaftler im Allgemeinen Englisch sprechen. Deswegen, damit sie sich auf der ganzen Welt überall verstehen. Darum übersetze ich dann jeweils die Begriffe. Wir sehen links den Upper Mantle. Das ist der obere Mantel. Also Erdinneres. 96,8%. Daneben sehen wir die Kruste. Und das sind 3%. Also das ist alles noch im Gestein. Und irgendwo dazwischen ist ein mini, 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 mini kleines Tortenstück. Das ist so klein, das sehen wir hier gar nicht. Das sind weniger als 0,1%. Und das ist am Ende der Kohlenstoff, der an der Oberfläche ist. Das seht ihr auf der rechten Seite. Und der wiederum ist so verteilt, dass das allermeiste davon, also mehr als 3/4, im Ozean sind. Und in den Meeren und Flüssen, aber das ist so wenig im Vergleich zum Ozean, das ist hier gar nicht extra aufgeführt. Also in der Hydrosphäre steckt am allermeisten Kohlenstoff. Und dann sehen wir noch so Sachen wie Marine Sediments, das sind marine Sedimente, also alles, was am Meeresboden rumliegt, in Form von Muscheln, Korallen und irgendwelchen abgestorbenen Pflanzenresten. Dann sehen wir die Biosphäre and Soils, Biosphere and Soils, also Pflanzen, Tiere und Erde, ja, ist auch ein gewisser Anteil drin. Dann sehen wir hier dieses schwarze Kuchenstück, die sogenannten Fossil Fuels. Das sind fossile Brennstoffe, sprich Erdöl, Erdgas und Kohle. Und dann sehen wir noch ein sehr kleines Kuchenstück, das ist die Atmosphäre. Da steckt gar nicht sehr viel drin. Ist ja auch klar, es sind 400 ppm, das sind 4 Millionstel. Das ist nicht so, 400 Millionstel, das ist nicht sehr viel, hat aber einen ganz großen Einfluss. So. Und jetzt kann man sich das im Prinzip so vorstellen, als hätte man verschiedene Flaschen, in denen Kohlenstoff drin ist. Ich habe das mal vorbereitet mit einem kleinen Video. Das seht ihr hier. Wir stellen uns also vor, wir haben verschiedene Flaschen, in denen verschiedene Mengen oder in denen der Kohlenstoff verteilt ist. Ich habe die mal verschieden eingefärbt, damit man sich das besser vorstellen kann. So. Und da seht ihr auch schon, ne, Biosphäre, wie gesagt, das sind Pflanzen, Tiere. So sehen diese Flaschen erstmal aus. Jetzt hatten wir gesagt, kann Kohlenstoff verteilt werden? Wie funktioniert das? Jetzt kommt wieder eine etwas verwirrende Grafik. Keine Angst, wir gehen das Stück für Stück durch. Was ihr hier vor euch seht, ist der sogenannte Kohlenstoffkreislauf. Das ist durch diesen schönen großen Kreis angedeutet. Und innerhalb dieses Kreislaufs gibt es verschiedene Prozesse, die den Kohlenstoff aus dem einen Reservoir ins andere verschieben. Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam die wichtigsten Prozesse durch. Fangen wir einfach mal an mit hier unten mit den fossilen Brennstoffen. Wir hatten gesagt, das ist Kohle, Erdgas und Erdöl. Wenn also der Mensch zur Energiegewinnung, zum Autofahren, für eine Flugreise, egal wann, irgendwo fossilen Brennstoff verbraucht, entstehen zwei Dinge. Erstens Wärme und eben CO2. Und damit verschiebt man aus dem Reservoir fossile Brennstoffe, Kohlenstoff in die Atmosphäre. Da schütten wir jetzt ein bisschen was rüber. Naja, war ein kalter Winter, wir machen noch ein bisschen mehr. Etwas mehr geheizt. So, jetzt ist der Kohlenstoff aus den fossilen Brennstoffen in der Atmosphäre. Was passiert als nächstes? Wir haben Pflanzen. Ihr wisst, Pflanzen nehmen CO2 auf und geben Sauerstoff ab. Und dabei verschiebt sich Kohlenstoff aus der Atmosphäre in die Biosphäre. Das ist mal das eine. Dann wachsen die Pflanzen. Die bilden dann Zucker, bilden daraus ihre Stämme, ihre Blätter. Aber wenn diese Pflanzen absterben, dann kommen kleine Mikroben, also Bakterien, und die frühstücken den ganzen Kohlenstoff wieder weg und atmen genau wie Menschen CO2 wieder aus. Und damit geht der Kohlenstoff wieder zurück in die Atmosphäre. So, das ist mal das eine. Was passiert als nächstes? Wir haben Verwitterung. Das ist jetzt hier ein bisschen schlecht angedeutet, aber wenn auf der Erde irgendwo Gestein verwittert, dann wird CO2 gebunden. Gleichzeitig aber, wenn zum Beispiel ein Vulkan ausbricht, kommt sehr viel CO2 aus dem Erdinneren an die Oberfläche. Also machen wir das mal. Es bricht ein Vulkan aus. Aus der Erdkruste geht also CO2 in die Atmosphäre. Als nächstes liegen Steine dann rum. Und irgendwann kommt der Regen und dann verwittert das Gestein und CO2 wird wieder aufgenommen. So, nächstes. Jetzt hatten wir gesagt, es gibt ja noch den Ozean. Da steckt das allermeiste an CO2 drin. Und jetzt ist es so, wenn in der Atmosphäre
mehr CO2 ist als im Ozean, also der Partialdruck höher ist als im Ozean, dann geht aus der Atmosphäre CO2 in den Ozean hinein. Das ist mal das eine. Wenn jetzt aber an der anderen Stelle zum Beispiel der Partialdruck im Wasser größer ist als in der Luft, dann geht das CO2 wieder zurück. Passiert übrigens auch, wenn der Ozean wärmer wird, weil dann kann weniger CO2 aufgenommen und gelöst werden. Und das geht dann immer so hin und her. Und je nachdem, wo wir gerade sind, und irgendwann gleicht sich das wieder so weit aus, dass Ozean und Atmosphäre, also Atmosphäre und Hydrosphäre, im Gleichgewicht sind. So, und damit haben wir unseren Kohlenstoffkreislauf sehr vereinfacht einmal durchgespielt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was am Ende bei rumkommt. Und jetzt sehen wir, aha, in den fossilen Brennstoffen ist weniger Kohlenstoff, weil da geht nichts zurück. In den Ozeanen und in der Atmosphäre ist mehr Kohlenstoff. Und in der Kruste und in der Biosphäre hat sich im Prinzip nicht wirklich viel getan. Was heißt das jetzt, wenn in der Atmosphäre und im Ozean mehr CO2 drin ist? Das bedeutet, auf der einen Seite wird es wärmer, Treibhauseffekt, Klimaproblematik kennen wir. Aber was passiert denn mit dem CO2 im Ozean? Wenn CO2 im Ozean ist, dann macht uns das kräftig sauer. Und das meine ich sehr wörtlich, denn CO2 und Wasser reagieren, wieder ein bisschen Chemie, zu H2CO3. Und H2CO3 ist nichts weiter als Kohlensäure. Das kennt ihr vielleicht. Das ist das, was im Sprudelwasser blubbert. So. Das ist mal das eine. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was passiert denn im Ozean, wenn da Kohlensäure drin ist? Dafür habe ich ein Experiment gemacht und habe mal zwei Muscheln genommen. Kennt ihr vielleicht, findet man so am Strand. Und im rechten Glas habe ich normales Leitungswasser. Im linken Glas habe ich eine leichte Säure. Und was passiert dann? Ihr seht das hier. Kleine Gasbläschen steigen an der linken Muschel auf. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Muschel sich auflöst. Übrigens, was hier aufsteigt, das Gas, ist CO2, deswegen, weil ich Salzsäure genommen habe und keine Kohlensäure. Warum das passiert, das erzähle ich euch nachher im Fragen-Antworten-Teil. Wichtig ist aber, Säure löst Kalk, also Muscheln, Schnecken, Korallen. Und das macht die gar nicht glücklich, weil die wollen im Ozean ja leben und sich nicht dauernd auflösen. Das bedeutet wiederum, dass zu viel Kohlenstoff oder zu viel Kohlendioxid in der Atmosphäre extreme Auswirkungen auf das Ökosystem Ozean hat. Einerseits, weil natürlich der Ozean wärmer wird, auch das mögen Korallen gar nicht gerne. Und zum anderen wird der Ozean sauer. Und das wiederum löst Muscheln und Korallen auf oder macht es zumindest schwerer für sie, dass sie ihre Kalkschalen bilden können. Übrigens nicht nur Muscheln, Korallen und Schnecken, auch verschiedene Algenarten brauchen ein Kalkskelett, um leben zu können. Und all diese Arten haben es dann wesentlich schwerer, im Ozean zu überleben. Und jetzt wisst ihr ungefähr, was Kohlenstoff ist, wo er herkommt und wo er hingeht und was denn da passiert, wo er hingeht. Damit erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und ein bisschen was gelernt. Ja, da steht schon eigentlich das, was ich jetzt auch sagen möchte. Vielen lieben Dank. Einmal natürlich vielen lieben Dank, Michi, an dich, dass du diesen tollen und verständlichen Vortrag vorbereitet hast. Und vielen Dank an die SchülerInnen, dass ihr zugehört habt. Michi, ich habe jetzt noch einmal ganz kurz eine kleine Frage an dich. Und zwar hast du vielleicht eine kleine Nachricht an die SchülerInnen, die du denen noch mitgeben möchtest. Vielleicht etwas, wie sie hier heute rausgehen sollen. Ja, habe ich. Tatsächlich. Wir haben jetzt ganz viel gelernt über CO2 und was das denn alles für Effekte haben könnte, auch im Meer. Und ich habe das am Anfang gesagt, CO2 steckt in sehr vielen Sachen drin. Kohlenstoff wird in sehr vielen Sachen benutzt und gebraucht. Auch der Mensch verbraucht, produziert Kohlenstoff, wenn er atmet. Ich denke, was wichtig sein sollte, ist, dass man sich immer darüber im Klaren ist, dass wenn man etwas macht, egal was, ob ich jetzt mit dem Auto irgendwie in Urlaub fahre, ob ich irgendwie mit dem Flugzeug hinfliege, ob ich die Heizung aufdrehe, völlig egal, dass man sich immer klar ist darüber, dass egal was, wo wir Energie benutzen, diese Energie irgendwo hingeht und dass sie natürlich auch gewisse Effekte hat und auch eben Nebenprodukte wie Kohlenstoff oder Kohlenstoffdioxid.
Und ich würde mir wünschen, dass auch wenn es im Alltag ab und zu schwerfällt, ihr vielleicht anfangt, ganz kurz darüber nachzudenken, ob es wirklich nötig ist, dass man mit dem Flugzeug in Urlaub fliegt oder vielleicht doch lieber mit dem Zug fahren kann, ob man vielleicht mit dem Fahrrad zur Schule fährt oder zur Uni oder mal zum Einkaufen oder einfach mal zu Fuß geht. Das wäre, glaube ich, das, was mir persönlich wichtig wäre. Jo, dann vielen, vielen Dank für die abschließenden Worte. Und genau, dann wünsche ich allen SchülerInnen noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht schaltet ihr ja wieder ein. In der nächsten Stunde, die es hier im Livestream gibt, geht es um Biodiversität. In den letzten Programmen haben wir da ja auch immer schon mal eine Stunde zu geplant. Und das ist auch immer wieder ein sehr spannendes Thema. Und genau, vielleicht also ein kleines bisschen, was das CO2 für die Biodiversität so ausmacht, haben wir ja schon gesehen. Muscheln können ihre Kalkschale nicht mehr bilden. Das sind alles Themen. Und mehr beschäftigen könnt ihr euch dann dementsprechend in der nächsten Livestream-Stunde damit. Und damit wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und tschüss.